Ja, willkommen noch einmal zu unserer gemeinsamen Lehrriedenbesprechung. Und in den letzten 2 Wochen habt ihr wahrscheinlich ganz fleißig nachgedacht über die Gleichnisse von den Giftbechern. Und wie man sich mit denen anstellen kann, mehr oder weniger geschickt, mehr oder weniger gefährlich. Zur Zusammenfassung, es ging ja um die dritte edle Wahrheit, die ja nichts anderes aussagt, als dass wir durch das Ende von Verlangen tatsächlich das Ende von Dukkha erreichen. Also nicht dadurch, dass wir endlich das kriegen, was wir uns immer gewünscht haben, nicht dadurch, dass wir uns in Luft auflösen müssen, sondern dadurch, dass die Stimme des Verlangens, die dafür nicht geeignete Erlebnisprozesse zu Daseinsstützen machen möchte. Dadurch, dass dieses Verlangen sich beruhigt und aufhört. Ganz einfach dadurch, dass uns bewusst wird, dass das nicht die zweckmäßige Strategie ist, um tatsächlich zufrieden zu sein. Und wir haben in unserer Lehrrede gehört, dass Verlangen immer da entsteht, wo uns etwas lieb und teuer ist. Das im Prinzip das gesamte Erlebensspektrum umfasst und dass wir eben genau da das Verlangen auch loslassen und aufgeben können, wenn uns bewusst wird, dass die uns so lieb und teuer erscheinenden Sinneserfahrungen eben dass denen ein ganz ausschlaggebendes Merkmal fehlt, dass sie zum geeigneten Objekt unseres Verlangens machen würde, nämlich überhaupt einmal beständig sein zu können. Dadurch auch befriedigend sein zu können und dadurch auch ein sinnvolles Selbst ergeben könnten. Also wir haben es mit einem ungeeigneten Rohmaterial zu tun, um wirklich entweder ein beständig befriedigendes Sinnenglück zu erfahren oder ein vernünftiges, wirklich Stabilität und Ruhe und Frieden bringendes eine Daseinsidentität zu schaffen. Und in der Lehrrede hieß es weiter, dass die Asketen und Brahmanen, alle Übenden, wenn es denn schon mal Übende sind, trotzdem noch was falsch machen können, wenn sie das Verlangen nach diesen liebenswerten Dingen nicht aufgeben, sondern mit Verlangen behaftet, da suchen, Daseinsstützen draus zu machen. Das war vergleichbar mit dem vor quasi dem vor lauter Irrationalität des Durstes heraus sich so weit treiben zu lassen, dass man gierig diesen Trank hinunterstürzt, der vielleicht angenehm aussieht und
riecht und schmeckt, aber von dem man eigentlich weiß, dass er mit Gift gemischt ist. Und alle Menschen, die sich dessen bewusst werden, dass da, wo uns etwas lieb und angenehm erscheint, doch immer wieder nur dieselbe Unbefriedigung droht durch nicht beständig sein, die sind dann auch tatsächlich in der Lage, diesem Angebot zu widerstehen. Die wir eben lernen, das zahlt sich gar nicht aus, das bringt es nicht, obwohl es sich auf den ersten Blick vielleicht sinnvoll und logisch darstellt, etwas zu trinken, wenn man Durst hat, bringt es ja nicht viel, wenn der Durst zwar kurzfristig da bedient wird, aber man gleichzeitig ein Gift in sich getrunken hat, das einen dann zu Schmerzen oder sogar zum Tod führt. Habe ich da etwas ausgelassen oder wie habt ihr das für euch verstehen gelernt? Wie habt ihr es in eurer Meditation erfahren? Kann jemand da was dazu sagen? Ich würde gerne was dazu sagen, Wante. Ich habe mich erinnert an, als ich das erste Mal in der Lehre das Bild gehört habe von dem blinden Riesen, der also so triebgesteuert dem Durst nachgibt. Und das war für mich so ein typisches Beispiel, der blinde Riese, der mit dem auf der Schulter doch den lahmen, aber sehenden Manu hat, also den Geist, dass die nur zusammen arbeiten können und die Kraft dieses blinden Riesen, also der Triebe und die Wucht, dass die einen immer wieder einholt, wenn man nicht ständig mit Weisheit übt, das anzugehen. Also diese Wucht, die hinter den Trieben steckt. Und das ist ja auch immer noch nicht weg, obwohl man weiß, was geschieht und dem Durst danach geht. Passiert ja zwar nicht mehr so extrem, aber es kann immer noch passieren. Nur man merkt es dann halt. Man ist nicht mehr blind, aber empfindsam für die Verführung dieses farbigen Getränks, obwohl man weiß, was passieren kann. Ja, ganz einfach, weil diese Triebe ja auch immer wieder den Geist ins Nichtwissen hinein manövrieren. Es ist ja eine Wechselwirkung. Die Triebe versorgen wieder das Nichtwissen mit neuer Kraft und das Nichtwissen gibt den Trieben Deckung, wenn man so möchte. Rückendeckung. Das Neujahr kein Weisheitsfunke dazwischen funkt, wenn die Triebe uns irgendeinen Auftrag geben, jetzt hol dir das und jetzt mach doch das und jetzt sei doch das, dann ist das Nichtwissen der ideale Partner, um das tatsächlich auch durchzusetzen. Oder die Hindernisse ja auch, wenn man die nicht im Griff kriegt oder nicht beseitigen lernt, die nähern ja auch immer wieder das Unwissen, also Avidya. Ja.
wenn man sie zulässt und die, wenn die ihren Raum einnehmen im Geist, dann ist also Weisheit und Einsicht ausgeschlossen und wird das ganze Spiel immer wieder neu angewackert und ernährt. Ja, vielleicht könnte man das auch hier in das Gleichnis von dem Gifttrunk mit einbauen, dass die fünf Hindernisse ja auch sowas wie die Motivationen sind, der letzte Anlass, dann doch da tief in diesen Becher zu schauen, halt doch zu trinken, weil das wäre halt jetzt so angenehm oder weil das ist ja so ungerecht oder weil ich bin ja so müde oder weil das ist ja wirklich ganz besorgniserregend oder weil ja, wer weiß, ob das überhaupt was bringt, da jetzt am Ende des Verlangens zu arbeiten. Oder wer weiß, ob da überhaupt wirklich Gift drin ist. Vielleicht haben die mir das nur gesagt, weil sie es selber trinken wollen. Ich würde gerne noch was dazu sagen zu dem Thema. Ja, bitte. Ja, es ist sehr schön, dass es diese Lehre gibt, des Buddha, die uns dann doch verstehen lässt. Also in der Welt normalerweise will man die unangenehmen Dinge loswerden und die angenehmen erscheinen einem erstrebenswert, nicht? Und einmal darauf einfach hingewiesen zu werden und dann zu sehen, auch in Verbindung mit der Meditation, dass die angenehmen Dinge, die wir erleben können, einfach nur das sind, nicht? So wie wir heute meditiert haben, das ist einfach nur sehen und hören und fühlen und denken. Und das kann ja nicht wirklich, oder das war bis jetzt nie vollkommen zufriedenstellend. Das kann es einfach nicht sein. Und immer wieder fallen wir halt drauf rein, weil es uns verlockt mit der Süße und mit dem schönen Duft, so wie der Giftpokal. Und ja, ist einfach unheimlich wertvoll, dass da mal jemand erstens die Weisheit gehabt hat, das zu verstehen und dann die Möglichkeit gehabt hat, uns das zu erklären, weil wir eben oft wie blinde Riesen durch die Welt laufen und glauben, da noch irgendetwas finden zu können, das vielleicht doch die Ausnahme ist oder da fällt mir diese Geschichte ein, die wahrscheinlich auch einige von euch kennen, von den Weisen, Narren, der auf der Straße sitzt und eine Tüte voll Chilis isst, voll, wie sagt man auf Deutsch Chili? Weiß nicht. Sagt man Chili auf Deutsch? Chilischoten. Pfefferschoten isst und schwitzt und keucht und so weiter und kommt jemand vorbei und sieht ihn da, laufen die Tränen runter, rot im Gesicht und fragt, was machst du da? Und er sagt, ich warte auf den Süßen. Und so ähnlich ist es auch nicht im Leben. Man glaubt dann immer doch wieder, da war dann doch noch irgendwas, da muss doch noch irgendwas sein und das ist doch zu schade. Aber in Wirklichkeit ist es eben nur das, alles vergänglich, alles nur so wie die Gedanken, so wie die Geräusche, so wie die Bilder, die wir sehen, so wie die Gefühle, die wir fühlen. Aber ja, da gibt es natürlich dann wie so schön zuvor gesagt, die fünf Hindernisse, die uns das wirklich glauben lassen, die uns wieder Appetit machen, noch ein bisschen zu trinken, weil vielleicht ist es ja doch das. Aber ja, schön, dass es diese Lehre gibt und schön, dass wir als Menschen das auch zumindest schrittweise und immer mehr verstehen können. Wie versteht man das denn schrittweise immer mehr? Das wäre doch jetzt so die Jackpot-Frage. Ja. Oder wie, ein bisschen anders formuliert, wie was ja auch in dieser Lehrrede
eigentlich zu finden ist, wenn man genau hinschaut, wie, was ist denn der Anlass dafür, dass das Verlangen weniger wird und aufhört? In der Lehrrede. Soll ich den nochmal einblenden? Das sagt jemand, dass das giftig ist, nicht? Nein, das mit dem Gift, das ist ja nur eine Metapher für diese vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Asketen. Ne? Und was sehen diese Asketen? Die dummen Asketen, was sehen die denn nicht? Und die weisen Asketen, was sehen die denn schon? Oh, wo ist es denn? Da. Müssen den Nachteil sehen, nicht? Nein. Und? Gleich haben wir es. Da jetzt unter den gefalteten Händen. Möchtest du es gerade nochmal vorlesen? Ja, gerne. Ihr Bhikkhus, in der Vergangenheit gab es weise Asketen und Brahmanen, die sahen, dass was lieb und wert in der Welt ist, als unbeständig, als nicht beglückend, als nicht selbsthaft, als krank, als gefährlich. Sie gaben ihr Verlangen auf, weil sie das gesehen haben. Genau. Das ja. Da, weil sie das gesehen haben, ne? Oder allein durch das Sehen ist das Verlangen geschwunden. Ja. Oder auch, um das immer wieder zu sehen, haben sie das Verlangen provisorisch suspendiert und dadurch haben sie sehen können und dadurch hat sich dann das Verlangen an der Wurzel aufgelöst. Also wir müssen immer wieder die Hindernisse zu einem erträglichen Maß runter reduzieren, damit uns überhaupt die Unbeständigkeit und Nichtbeglückendheit und Nichtselbsthaftigkeit und Krankhaftigkeit und Gefährlichkeit der Sinne oder der Khandas interessiert, damit die uns überhaupt zugänglich wird, weil wenn wir irgendwie vor lauter Ärger über irgendwas oder vor lauter Kummer um den Verlust von irgendwas oder jammern und klagen, dann interessiert uns das ja gar nicht. Dann sind wir ja blind für die Wirklichkeit. Aber wenn wir es schaffen, das zu sehen, dann löst sich das Verlangen auf. Das ist ja irgendwie eine unheimlich wertvolle Information. Und wenn wir Verlangen aufgeben oder wenn das Verlangen sich auflöst, dann damit auch die Daseinsstütze und damit das Dukkha. So einfach ist es eigentlich. Dukkha-Freiheit bedeutet nichts anderes als dem Verlangen durch Wirklichkeitssinn die Logik zu rauben. Das, was die Berechtigung zu entziehen. Und das, was lieb und wert ist in der Welt, dass wir also als unbeständig, als nicht beglückend, als nicht selbst und als krank und gefährlich sehen sollen, ist ja auch in der gleichen Sutta die sechs Sinnesgebiete, also die ganze Welt unseres Erlebens, was man auch als die Khandas ausdrücken könnte, wenn man das so wollte. Genau. Also gibt es auch nichts zu verlangen, wenn man bei allem gesehen hat, dass es eigentlich nichts bringt. Da muss man sich bei nichts mehr ein Dukkha machen. Und es ist halt so. Ne? Also nur weil das jetzt irgendwie schon ein bisschen abgedroschen klingt vielleicht, ändert das ja nichts dran, dass es tatsächlich so ist. Und dass wir halt nur, wenn wir Dukkha haben, dann das halt noch nicht genug gesehen haben.
Oder wenn uns irgendwelche Storys dann einfallen, das ist ja irgendwie so ein Klassiker, dass der Geist dann sagt, ja, das klingt alles sehr vernünftig, aber, und dann kommt eben immer irgendwas. Ne? Und dieses Aber, das ist irgendwie der größte Feind der Dukkha-Freiheit. Und die Stimme der Hindernisse, die Stimme des Nichtwissens, die uns einreden möchte, es könnte irgendetwas wichtiger sein als das Ende von Dukkha. Was ja per se absurd ist, weil wir ja alles, was wir sonst so in der Welt anstellen, eigentlich ja immer machen mit dem Ziel der Dukkha-Freiheit. Wenn man sich es mal überlegt. Weil da tun wir Dinge, weil wir uns vorstellen, wenn ich das nicht mache, dann werde ich ganz viel Dukkha haben. Na, und in Wirklichkeit ändert sich da aber meistens gar nichts an dem eigentlichen Dukkha, egal was für Purzelbäume wir in der Welt anstellen. Da sind wir wieder beim Nichtwissen, weil Nichtwissen ist ja auch ein Nichtwissen, was Dukkha eigentlich wirklich ist. Uns immer verwechseln mit unangenehmes Erleben und dann alle uns Strategien ausdenken, um hoffentlich nichts Unangenehmes zu erleben. Hier ist das so ja. Aktiv formuliert, sie gaben ihr Verlangen auf, so anders als wir das bisher gelernt haben, dass das Verlangen eben durch das Sehen zerfällt, also dass das eher ein passiver oder ein indirekter Vorgang ist. Kannst du dazu was sagen, ob das hier irgendwie eine Bedeutung hat, dass das hier aktiv formuliert ist? Nö, eigentlich nicht. Also, abgesehen von dem, was wir ja gerade besprochen haben, dass das Verlangen aufgeben ja auch nicht von selber passiert, sondern ja durchaus einen aktiven Einsatz braucht, ne? Und dann aber, dass es ja nicht sein kann, dass die Instanz eines Selbstes dann durch einen Akt des Willens das Verlangen zum Schwinden bringt. Genau, das war das, was mich jetzt auch kurz irritiert hat, weil so wie es hier formuliert ist, ja, klingt das ein bisschen so wie, ne? Die haben jetzt entschieden, die haben das alles gesehen und jetzt haben sie entschieden, ihr Verlangen aufzugeben. Naja, vielleicht soll es auch eben aus noch den Übungsprozess ausdrücken, wo wir ja, wie jetzt bei der Meditation heute, ja auch immer wieder, jetzt nicht einmal endgültig, sondern immer wieder in diesen vielen kleinen Momenten uns für das Aufgeben des Verlangens entscheiden können. Sagen wir, ich denke jetzt an irgendetwas, was morgen passieren wird in der Meditation. Dann kann ich da entweder schön herumschwelgen oder ich kann mir denken, Moment, ich wollte doch üben, um Verlangen aufzugeben und das ist jetzt nur ein Denken. Ja, das ist so ein, manchmal auch so eine Überwindung, auf diese Bedeutung zu verzichten, an der wir uns sonst vielleicht gütlich tun würden. Aber ob das hier aktiv oder passiv formuliert ist, da ist, denke ich, nicht so ein großes philosophisches Statement damit gemeint.
Möchte ich nur kurz was sagen dazu, Wante? Ja, bitte. Was mir gerade so eingefallen ist, also mal von der praktischen Seite her betrachtet, vom Groben ins Feine, also wenn ich so mein Leben betrachte, das ja aus Höhen und Tiefen bestand, ist mir jetzt klar gekommen, entsteht irgendwann mal so eine Nüchternheit. Also man sieht, es gibt Höhen, es gibt Tiefen und alles, was vorher was toll war, das war irgendwann mal nicht mehr so schön. Und das Leidhafte, das ist leider Gottes, hängt es an mir immer noch so ein bisschen dran, ist einfach schwieriger loszulassen, als vielleicht das, was schön war. Weiß jetzt nicht, kann jetzt so sagen, müsste ich mal nochmal genau nachschauen. Aber was ich damit sagen will, dass wenn man gewisse Lebenserfahrungen hat, dann sieht man ja, dass es einfach solche und solche Seiten gibt und eine Nüchternheit eintritt. Und das Ganze kann ich ja dann auch in der Meditation verfeinert erkennen, indem also die ganze Sinne, unsere ganzen Sinne entstehen und vergehen und auch diese Nüchternheit dadurch auch entstehen kann. Das heißt also, ich brauche das gar nicht mehr so ernst zu nehmen, beziehungsweise ich muss mir dann nicht mehr dran festmachen, weil es verändert sich sowieso, als wenn man es jetzt mal von der praktischen Seite her betrachtet. Ja, stimmt. Es ist dann ja sogar eine erst die richtige Nüchternheit, wenn man so sagen will. Wenn sie eben universell greift. Ja. Oder eben nicht greift, besser gesagt. Aber na, sonst ernüchtern wir manchmal im Leben, weil, was weiß ich, irgendein Mensch hat uns nicht gut behandelt und dann denken wir uns, ja, die Menschen sind alle blöd, die mag ich nicht mehr. Dann bin ich ernüchtert mit den Menschen und dafür kaufe ich mir dann 15 Meerschweinchen und werde zu einem Meerschweinchenliebhaber. Oder suche mir halt wieder was anderes. Das, ne, das möchte ich damit sagen. Wenn es die Ernüchterung nicht sich auf universell durch das mit Weisheit Gesehene bezieht, dann treibt es uns eben oft wieder einfach nur in eine Verlagerung der Interessensgebiete des Verlangens. Oder führt eben auch ganz schnell vom Daseinsverlangen ins Nicht-Daseinsverlangen. Ne, damit ernüchtert man dann vielleicht gar nicht. Mit den Gedanken, ah, die sind alle so blöd und die sind alle so gemein zu mir und ich bin so ein armes Würstchen und etc. etc. Ich möchte gar nicht mehr da sein. Ob das jetzt im Sinne von ich möchte diese Person nicht mehr sein oder ich möchte überhaupt nicht mehr sein und dann will man sich auflösen oder will sich vernichten. Passiert leider oft genug in der Welt. Und ne, das ist ja eigentlich keine Ernüchterung, sondern nur eine Ernüchterung mit einem bestimmten Set an Daseinsgruppen, mit einer bestimmten Variante von Sinneseindrücken. Sinneseindrücke, dass jemand mich nicht ernst nimmt oder jemand nicht nett zu mir ist. Ja, und diese Ernüchterung ist ja dann auch oft schwuppdiwupp wieder in Luft aufgelöst, wenn dann jemand auf einmal schon nett zu uns ist oder jemand uns so behandelt, wie wir es uns immer gewünscht haben. Dann schwenkt das wieder ganz schnell um in Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja. Na, also dieses Verfeinern, von dem du auch sprichst, ist auch ein Erkennen, dass es einen Anlass gibt, universal ernüchtert zu sein, universell auf alles bezogen, was im Leben möglich ist. Ja, und bei mir ging es halt so los, die vier Jahreszeiten zu betrachten und die Vergänglichkeit zu sehen und auch das Schöne in der Vergänglichkeit zu erkennen. Also nicht, dass man das nicht ablehnend betrachtet, sondern dass man das eigentlich mit Wohlwollen und auch im Vergänglichen das Schöne erkennt. Und dadurch entsteht natürlich auch
vielleicht sagen wir eine gewisse Weisheit, und man muss auch diesen Widerstand oder dieses Hindernis des Widerstandes dann nicht unbedingt als negativ sehen, sondern man kann auch sehen, okay, also es ist einfach, man kann in all den Dingen kann man einfach also das Schöne erkennen, auch wenn es vielleicht momentan nicht so sich so toll anschaut, oder? Ja. Nein, oder sagen wir mal, das war halt der Anfang von meinen Erkenntnissen, die Natur. Ja. Und ja. Die Nüchternheit, das, wo wir gerade gehabt haben, das ist natürlich dann wieder was, wo jetzt über die vielen Jahre anders sich entwickelt hat. Aber am Anfang her war das nicht sehr hilfreich. Ja, ich meine, natürlich, damit es ernüchternd ist, soll es vielleicht nicht schön sein. Sonst ist man ja nicht ernüchtert. Das war einfach so, jetzt einfach mal vom Anfang her gesehen, und jetzt, wo wir vorher waren, das war einfach schon fortgeschritten, sagen wir mal so. Aber klar, also für viele Menschen ist das so der Einstieg auch in die Unbeständigkeitsbetrachtung. Ja, genau. Das wollte ich damit man sagen. Man sagt, das ist doch eigentlich so ein friedliches Fließen und so weiter, was ja durchaus entspannend wirken kann, aber dann gibt es eben da noch einen zweiten Gang, in dem man schalten kann, wo wir dann halt merken, die Unbeständigkeit, dass ich kann das überhaupt nicht kontrollieren, ob es kommt und geht und bleibt oder nicht. Es wird mir aus den Händen gerissen, die ganze Zeit. Und dann wird die Unbeständigkeit zu einem Argument, sich nicht damit zu identifizieren. Ne, quasi zu einem Warnhinweis, da bitte nicht festhalten, weil sonst reißt man sich die Fingerwund, wenn man versucht, sich daran festzuhalten, an etwas, was einem mit brachialer Gewalt weggezogen wird. Ne? Du meinst, mit der Unbeständigkeit können sich nur die anfreunden, die das Gefühl haben, eine gewisse Kontrolle darüber zu haben, in welche Richtung es ausschlägt? Wie? Nein, das meine ich, glaube ich, nicht. Habe ich sowas gesagt? Das klang für mich gerade so, weil es gibt ja Menschen, die tatsächlich so sagen, dass sie sich mit dieser Vergänglichkeit, sie mit der im Reinen sind und sich damit angefreundet haben und das so gut finden, wie es ist. Und dann meintest du jetzt ja, dass es einem dann aber früher oder später entgleitet und man die Kontrolle nicht hat. Und dann habe ich das so verstanden, dass das dann aus deiner Sicht der Punkt ist, wo man vielleicht doch, wo diese Person dann vielleicht doch Schwierigkeiten kriegt mit ihrem guten Verhältnis zur Vergänglichkeit. Naja, ob wir, egal welches Verhältnis wir zur Unbeständigkeit haben, wir können nie darauf Einfluss nehmen, ob etwas unbeständig ist oder nicht. Das habe ich eigentlich gemeint. Ne? Und das kann einen ja auch prinzipiell stören am Dasein, dass uns niemand fragt, ob wir wollen, dass das unbeständig ist oder nicht. Wir sind der Unbeständigkeit machtlos ausgeliefert. Ne? Und dann kann man so ein bisschen nach dem sogenannten Stockholm-Syndrom sich damit anfreunden und sagen, ja, ich will das ohnehin, das ist ja gut so. Ne? So wie gibt es ja dieses bekannte Stockholm-Phänomen, dass Menschen, die entführt werden, sich dann irgendwie mit dem Entführer, aber eigentlich ist das nur also eine psychologische Verzerrung, um die eigene Machtlosigkeit nicht zu der nicht so ausgeliefert zu sein. Und so ähnlich kommt mir das vor, wenn wir versuchen, uns mit dieser Unbeständigkeit anzufreunden, statt sie ihr wirklich ins Gesicht zu schauen und zu sagen, genau das ist der Grund dafür, dass Zufriedenheit und Befriedigung im Dasein nicht möglich ist. Also den Entführer konfrontieren,
statt ihnen sich schön zu reden, um dann sich nicht so fürchten zu müssen, vielleicht. Oder ich weiß nicht genau, wie das psychologisch funktioniert, aber bei der Unbeständigkeit kann das, denke ich, ganz schnell der Fall sein. Und also der Buddha findet ja hier auch in unserer Lehre die ganz deutliche Worte, ne? Indem er sagt, man kennt das als Anicca und als Dukkha und als Anatta und dann noch als krank und als gefährlich. Das sind ja jetzt nicht irgendwie positive Attribute, die der Buddha der Unbeständigkeit zuschreibt, ne? Sondern sehr, sagen wir mal, energische Attribute, die uns eben in die Richtung weisen sollen, dass es hier fundamental etwas zu verstehen gibt, was da nicht gut dran ist an der Unbeständigkeit und uns dann eben davon überzeugt, uns davon zu lösen. Weil Verlangen, wir sollen ja das Verlangen aufgeben. Und Verlangen ist ja nicht irgendein eine theoretische Idee, sondern genau dieses Gefühl, da gibt es was für mich, da lohnt sich es irgendwie, sich zu beteiligen und sich was rauszupflücken, was man dann sein kann und was man genießen kann. Und also der wahre Frieden oder die wahre Zufriedenheit entsteht eben, wenn das Verlangen aufhört, uns zu beeinflussen. Nicht, wenn wir es uns irgendwie uns damit arrangiert haben. Was ich immer ziemlich erschütternd finde, ist, dass trotz weises Erwägen, wenn man das übt und ab und zu auch mal so Ernüchterungserlebnisse hat in der Meditation, dass dieser Glaube an ein Selbst, dass der sich quasi immer wieder zu regenerieren weiß. Also da denke ich, wie lang muss es dauern? Was muss ich noch alles sehen? Ich sehe das alles ein. Die Unbeständigkeit kann ich mir nicht zum Freund machen. Es ist alles so, wie es ist und es taugt nichts. Und ob es jetzt positiv oder negativ ist, es ist immer ein Ich dahinter, das sich damit auseinandersetzt. Und ich habe das Gefühl, das weiß ich immer wieder zu regenerieren. Also ich glaube, das ist wenn das nicht mehr da ist, ist es ja Ende der Übung. Aber wann passiert das dann endlich? Was muss man alles noch machen? An Yonisona Sikara und an, ich weiß nicht, was man alles schon so durchübt oder geübt hat. Ja, man könnte das auch, um die letzten Sekunden jetzt hier noch auszuschöpfen. Man kann das ja auch verwenden, um noch mehr Ernüchterung zu schöpfen, anstatt unsicher zu werden. Ne? Weil es eben auch kein Selbst gibt, das sich jetzt entscheiden kann, ob es festgehalten oder losgelassen wird. Das Ganze ist ein blinder Prozess und solange die Kräfte der Einflüsse, der Triebe eben noch Macht haben, sind sie noch da. So einfach. Mhm. Und, also wir können ja nichts anderes machen, als da jeden Tag ein bisschen was wegschleifen. Okay, gleich bin ich weg. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.